Erstens hören wir einen Beitrag von Alexander Kübler für die Kampagne für ein umfassendes Streikrecht zu dieser Kundgebung. Liebe Kollegen und Kolleginnen, die konservative und neoliberale britische Tory-Regierung hatte einen massiven Angriff auf das Streikrecht gestartet. Im Sommer 2023 hat sie im britischen Parlament ein Gesetz verabschiedet, welches das Streikrecht für über 5 Millionen Beschäftigte außer Kraft setzt. Das Anti-Streik-Gesetz bedeutet, dass Beschäftigte unter anderem im Gesundheits- und Bildungswesen, bei der Feuerwehr und im Verkehrswesen während Streikaktionen gezwungen werden können, zur Arbeit zu erscheinen und entlassen werden können, wenn sie sich weigern. In diesen Bereichen sollen die Beschäftigten verpflichtet werden, einen Mindestbetrieb auch während eines Arbeitskampfes zu garantieren. Denn am Streik beteiligten Gewerkschaften drohen Schadensersatzklagen, wenn sie nicht kooperieren. Durch dieses Gesetz werden genau jene Branchen getroffen, die in den vergangenen Zeit die größte Streikbereitschaft gezeigt haben. Teilweise geht es um den öffentlichen Sektor, teilweise um öffentliche Dienstleistungen, die aber von privaten Unternehmen durchgeführt werden. Mit dem geplanten Gesetz würde sich der Staat ein Durchgriffsrecht schaffen, wo bislang keines hatte. Das Recht auf Streik ist damit gravierend eingeschränkt. Das Streikrecht ist ein fundamentales Grundrecht. Es ist das zentrale Mittel der Beschäftigten im Kampf um eine bessere Arbeitsbedingung und höhere Löhne. Mit den undemokratischen Gesetzen wird die Kampfkraft der Gewerkschaften beschränkt und Arbeitskampfmaßnahmen sollen geschwächt werden. Dies stellt einen der größten Angriffe auf die Rechte der Beschäftigten und Gewerkschaften seit Jahrzehnten dar. Das Streikrecht in Großbritannien, welches vorher schon zu den restriktivsten in Europa gehört hatte, wird damit noch weiter ausgehöhlt. Der Angriff auf das Streikrecht in Großbritannien kann auch eine Signalwirkung für reaktionäre Bestrebungen in anderen Ländern haben. Auch hierzulande gibt es von konservativen Kräften wie der CDU Mittelstands- und Wirtschaftsunion immer wieder Forderungen nach weiteren Einschränkungen des Streikrechts in Bereichen wie der Bahn oder in den Krankenhäusern. Die britischen Gewerkschaften haben zum Kampf gegen dieses Gesetz aufgerufen und haben beschlossen, dass sie ihre Mitglieder bei Streiks nicht dazu aufrufen werden, die Streikposten zu verlassen, wie es vom Gesetz gefordert wird. Der britische Gewerkschaftsverband TUC organisiert eine Kampagne für die Verteidigung des Streikrechts und ruft zu einer landesweiten Protest in Cheltenham heute auf. Wir wollen unsere Solidarität mit den Gewerkschaften und Beschäftigten in Großbritannien ausdrücken und sind deshalb heute vor der britischen Botschaft. Protect the right to strike! Protect the right to strike! Internationale Solidarität!